Tanzen war gut und bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ein bisschen Aufträge abarbeiten. Das mit den Monden. Finde und betritt die Höhle. Ich muss einen Eingang zu der Höhle finden, der Mission Spotlight erwähnt hat, das ob es im Hügel südlich von Upper Hawksfield. Das ist auf der Karte markiert, ja. Da. In dieser Höhle. Gehen wir da hin. Es ist beängstigend, was ich habe jetzt ein bisschen das ganze Chat-GPT und Co. ein bisschen ausgetestet. Es ist beängstigend. Es ist nicht mehr normal. Es fühlt sich an, als ob 2023 einfach so tag 10 Jahre in der Zukunft. Und auch irgendwie, nicht mehr normal von dem. Muss ich das überhaupt kaputt machen? Ich glaube, es ist bei dem. Zehn Jahre in der Zukunft und irgendwie plötzlich ist es einfach da. Nicht so wie andere Sachen, wo lange gebraucht haben. Aber vielleicht ist es halt einfach schon. Schlag dir bloß diesen Patrifikus Unsinn. Wir sind ja halt einfach schon länger dran und. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Genau. Wo sind da noch welche? Ah, hier unten. Ah, die lassen wir mal. Lumos. Also. Ich das jetzt wirklich so anschaue, wie das im Moment Briefe in der Höhle suchen. Im Moment fortschreitet, dann denke ich einfach so, jeder Künstler malen, Stimme, also jedes digitale Kunst, das gefühlt braucht, dass es das dann irgendwie niemand mehr, weil irgendwie, ja, das einfach so geht. Einfach nur mit Texteingabe, das ist wirklich beängstigend, sehr. Wo sind wir hier? In einer Höhle? Cool gemacht, diese Höhle. Sammle Sironas Briefe 5 und sammle Schachteln mit Briefen ein. Revelio. Okay. War jetzt das der Bereich? Aber ich gehe ja runter. Ist das der auch noch? Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Bekämpfen. Oha.
mega viel HP. Bis London gespürt. Überall Totenköpfe. Revelio. Warte jetzt, was habe ich? Konnte ich das jetzt nicht aufsammeln hier? Die Pflanze? Ah, doch. Da ist noch irgendetwas. Incendio. Lumos. Ja. Lumos. Bin gar nicht so tragisch, sage ich jetzt eben mal. Revelio. Mal. Soll ich da runter gehen? Ja, aber ja. Frucht der Schrumpelfeige, Flussgras. Okay. Oha. Nein. Das müssen Sironas Briefe sein. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Ja. Nee. Gerade kein Bock, noch mehr zu lesen. Okay, bringen wir die Briefe zurück. Wie weit ist es? 400. Ja, das pflegen wir. Hm.
Natürlich habe ich keinen Zugriff mit dem Besen. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, glaub sie, gewisse Bereiche aufzumachen. Ich hab sie gesehen. Da ist sie. Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Sprottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann ihnen vertrauen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Oh. Wollte eigentlich ja noch die Soundeffekte upgraden. Haben wir jetzt voll verpasst. Ich glaube, wir machen das so. Machen wir es so. Machen kurz eine kleine Pause. Und hören uns diese Soundeffekte gemeinsam an, was wir da einfügen möchten. Ist das okay? Revelio. Ist alles Stufe 3? Und dann ist Stufe 1, 2. Natürlich ist alles voll. Es ist das doch klar gewesen. Kurz verkaufen. Muss einfach kurz. Ist egal bei wem ich es verkaufe. Hauptsache ich kann es verkaufen. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Aber du darfst meine Sachen haben. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, sehr gerne. Nice. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Revelio. So. Dein Keller. Das Schmetterling von Schmetterling, das ist das hier. Das habe ich im Unterricht wohl verpasst. Okay. Das gehört zu dem.
Revelio. Warum eine Animation? Rein. Was Stufe haben zwei. Wir denn hier? Alle Homora. Und der Demi-Guy. Hat es gerade gesagt. Revelio. Du gehörst mir, Demi-Guys. Ja. Musste kurz Nacht machen. Aber jetzt... Revelio. Noch ein paar Schlösser. Stufe 3. Das ist sicher auch Stufe 3, ja. Stufe 2. Alle Homora. Das Gute ist, dass es dann meistens alle... Wie heißt mir, Demi-Guys? Revelio. Alle, die Schlösser knackt, dass man nicht pro Haus irgendwie 3, 4 so Dings machen muss. Da war ich schon. Alle Homora. Revelio. Der hat mega viel mit Schlössern.
Mega viel. Revelio. Ist noch da, Shiny? Nein, nicht. Okay. Ja. Weiter geht's. Aufträge. Kehre zu Sophronisch zurück. Okay. Und die ist in Hogwarts. Okay. Eigentlich krass, wie schnell das so ein Spiel lädt. Ich meine, das sind 15, 20 Sekunden. Vielleicht 30. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Ich hab's, glaub's, verkauft. Natürlich. Sieh her. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Cool. Im Schatten der Blutlinie, Sebastian und Nominis wurden dabei beobachtet, wie sich in der Nähe der große Halt gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es dabei ging. Haben sie sich gestritten? Und Freundin betrachten. Revelio. Letzte Stundengläser mit Hauspunkten. Ja. Yeah. Belohnung. Jetzt habe ich da alles, oder? Geil. Jetzt habe ich hier alles und dann fehlt noch im Hochland. Oh, ich bin erst jetzt in der großen Halle.
Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Revelio! Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Tut mir leid. Also, 7-4 gibt 17 plus 8, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, 9 und 7 gibt 6, gibt 8, gibt Spinne. Okay. Elf plus 0. Okay, dann wären es 3. 1, 2, 3, dann wären 3 köpfige Drachen. Revelio. Okay. Kurz hier noch umschauen. Der großen Halle. Eulenpult. Und da habe ich dich. Lumos. Komm. Revelio. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben, ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Es interessiert mich durchaus. Und du kannst mir auf jeden Fall vertrauen, wenn du etwas erzählen willst. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? 10. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträglichen Schmerz zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous, er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Revelio. Also die Monddinger, ich glaube, ich habe jetzt aktuell 3 gesammelt von 13. Revelio. Oh.
Da ist einer. Witzig. Gerade ein Demigeist-Mond aufgesammelt. Kurz schauen. Einmal. Ich glaube, ich habe nichts gesehen, was jetzt irgendwie besser gewesen wäre. Nö. Also, Inventar. 5 habe ich und 13 muss ich haben. Also 8. Revelio. Doch da ein Flatterdings gesehen? Ein Flatterflugblatt. Revelio. Das sieht ja mega hübsch aus hier. Aber diesem Teil des Schlosses war ich noch nie. Da ist noch ein. War ich wirklich noch nie. Kolleghof. Okay. Aufträge. Besuche den Astronomieunterricht. Machen wir. Warum habe ich da eigentlich das Flämmchen noch nicht aktiviert? Im Astronomieturm links. Vielleicht ist ein Schloss da. Das könnte gut sein. Okay. Was haben Sie jetzt vor? Die nächste Mission. Oh, warte, wenn schon der Raum der Wünsche ist, der ist schon hier. Kurz das, die Sachen entzaubern. Ich glaube, ich habe 1, 2. Ja, 1. Hi, Dig. Okay, weiter geht's. Hä? Das habe ich noch nie Okay. Schräg. Ah, stopp. Im Astronomieturm war ich, glaube ich, wirklich nicht.
Schön, noch ein Dling. Revelio. Lumos. Revelio. Oh nee, Peeves ist die. Revelio. Astronomie-Teleskop. Kann man da durchschauen? Nö. Lumos. Du komm mit. Okay, ja. Jetzt bin ich gespannt. Astronomieunterricht besuchen. Deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Mein Buch schwebt. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Da war ich schon vorhin. Ist kalt. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer die Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Okay. Und das ist jetzt scharf. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Ich bin die Einzige, die mit einem anderen Umhang. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das ist sehr nett von dir, Amit.